Herzlich willkommen bei Amazing Reviews. Heute zu Gast haben wir ein Longboard mit Kicktail von der Marke Globe. Leider finde ich dieses Modell nicht mehr auf dem Markt. Deswegen gebe ich hier nur ein kurzes Video zu diesem Longboard. Ich hatte auch die Mitschnitte bereits, muss ich sagen. Wollt ihr ein ausführlicheres, so schreibt es mir einfach in die Kommentare. In der Textbox findet ihr zusätzlich ein paar Links zu ähnlichen Produkten, solltet ihr auf ein Longboard Bock bekommen haben. Näheres zum Produkt nach dem kurzen Intro. Kommen wir auch schon zum Board. Im Langzeittest kann ich nur sagen, dass ich hellauf begeistert bin von diesem Teil. Absolutes Fahrvergnügen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass dieses Board für größere und schwerere Personen geeignet ist, da es schön lang ist. Es besitzt eine Medium- bis geringe Flexstufe. Das ist besonders geeignet für ein schnelles Fahrtempo, wenn zum Beispiel mal den Berg runtergeht, um Stabilität zu bewahren. Der Lenkradius ist recht groß, da auch die Wheelbase recht groß ist. Es besitzt einen Kicktail hinten und eine Nose vorne, vermittelt somit ein bisschen den Surf-Charakter. Insgesamt lässt sich das Board zu den Cruisern einordnen. Man kann mit viel Übung auch Ollies und Airs in einem gewissen Rahmen machen, um zum Beispiel einfach mal eine Bordsteinkante zu umgehen. Bis auf, dass ich die Achsen mal wieder ölen dürfte, ist das Brett ziemlich geil. Klare Kaufempfehlung, absolutes Fahrvergnügen. Ich habe es mal als Einkaufshilfe zweckentfremdet für die schwere Einkaufstasche. Das geht auch, fand ich super. Also abgesehen davon, dass das Design mir echt zusagt, finde ich, ist dieses Brett ziemlich cool, weil man schnell unterwegs sein kann und die Lenkung macht auch Spaß. Das war's von mir. Sollte ich euch mit diesem Review in irgendeiner Weise weitergeholfen haben, so hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like. Ansonsten freue ich mich auf euch beim nächsten Amazing Review.